Hey Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Es geht heute um nützliche Gadgets. Also ich zeige euch nützliche Gadgets rund ums Diamond Painting. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann bleibt jetzt dran. Das erste nützliche Gadget, was ich euch zeigen möchte, sind Aufbewahrungsboxen. Ich finde Aufbewahrungsboxen richtig wichtig für die Steine. Entweder ihr nehmt euch solche großfächrigen, allerdings kann man die nur im Ganzen öffnen und nicht einzeln. Mir ist das aber egal, ich finde die trotzdem super praktisch. Oder solche kleinen Döschen, die kann man hier zum Beispiel im Einzelnen öffnen. Es gibt auch komplette Einzeldosen oder so Köfferchen. Auf jeden Fall ein nützliches Gadget sind Aufbewahrungsboxen für die Diamond Painting Steine. Denn ihr könnt diese Boxen beschriften und die Steine fliegen nicht einfach irgendwo herum. Und ihr könnt sie nach Gebrauch immer wieder zurück in das entsprechende Fach schütten. Das zweite nützliche Gadget sind auf jeden Fall Washi-Tapes. Mit Washi-Tape könnt ihr euch entsprechende Segmente abstecken, die ihr painten wollt. Dieses Klebeband lässt sich sehr, sehr leicht von Klebematte oder anderen Oberflächen befreien. Denn es klebt nicht so stark und man muss es nicht extra kaufen, denn es ist in sehr, sehr vielen Toolsets mit dabei. Zum Beispiel in den Toolsets vom Diamond Painting Shop, den habe ich euch mal hier unten verlinkt. Des Weiteren hat jedes Diamond Painting Bild außen noch einen Kleberand und diesen kann man ebenfalls mit dem Washi Tape abkleben. So bleibt man nicht mit seinen Ärmeln daran kleben und es verfangen sich dann keine Fussel. Richtig praktisch also und man kann es am Ende natürlich sorglos wieder entfernen. Das dritte coole Gadget oder hilfreiche Gadget sind diese Schablonen hier. Die gibt es auch für runde Steine, die gibt es auch in ein bisschen kleiner. Aber ich habe jetzt hier so eine recht große. Und die helfen euch einfach, ein bisschen gerader zu legen. Denn man legt diese Schablone erstmal ganz, ganz gerade und präzise auf sein Diamond Painting Bild. Und paintet erstmal hier die Zwischenräume voll. Wenn alles voll ist, zieht man die Schablone ab und kann die entstandenen Zwischenräume auf dem Bild dann ausfüllen. Und hat so immer einen Leitfaden, eine kleine Hilfestellung. Und so paintet man einfach richtig gerade. Also diese Schablonen sind echt super. Sie helfen richtig dolle, dass man gerade paintet. Allerdings dauert mir das immer ein bisschen lange, deswegen benutze ich sie leider fast nicht. Aber sie sind auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Das vierte coole Gadget sind Aufsätze. Ich habe hier schon sehr, sehr viele Aufsätze. Aber letztendlich braucht man nur so ein paar, 1 bis 3 Stück, würde ich sagen. Und die sind eben richtig praktisch. Ich painte sehr, sehr, sehr gerne mit denen. Man kann einfach ganze Reihen legen direkt und muss nicht jedes Steinchen einzeln aufpainten. Sehr empfehlenswert bei größeren Flächen. Das fünfte coole Gadget sind solche Schieber hier. Gibt es als klein, als Aufsatz für den Stift oder hier als so groß, denn man kann damit einfach die Reihen, wenn sie ein bisschen schief sind, gerade schieben. Auch richtig praktisches Gadget. Das sechste und siebte praktische Gadget sind 2 DIYs, die wir machen können. Und zwar einmal hier so einen richtig schönen DIY-Pinsel. Also ein Pinsel ist einfach praktisch, wenn man Wachsreste auf dem Bild hat. Dann kann man die einfach wegpinseln. Und ich habe meinen noch hier so richtig schön verschönert. Das DIY seht ihr jetzt. Viel Spaß beim Nachmachen! Für den DIY-Pinsel, um überschüssiges Wachs vom Bild zu entfernen, brauchen wir natürlich einen Pinsel. Am besten einen, der schön hart ist. Wenn ich die Borsten noch kürzer schneiden würde, wäre der noch ein bisschen härter. Muss einfach mal ausprobieren, was klappt. Dann habe ich hier Bastelkleber, meine Steinchen nach Wahl. Ich möchte den in Pink gestalten. Ein Washi-Tape habe ich auch noch und ein Schmirgelpapier. Als erstes müssen wir nämlich die Oberfläche von dem Pinsel ein bisschen anrauen und das mache ich einfach hier mit dem Schmirgelpapierstück. Am besten eins, was jetzt noch nicht ganz so dolle benutzt ist. So, ich habe das Ganze jetzt ein bisschen abgeschmirgelt. Jetzt befreie ich das nochmal von überschüssigem Staub, beziehungsweise Holz oder Farbe.
Bei dem Metallstück hier unten habe ich mich dazu entschieden, einfach Washi-Tape drum zu machen. Man kann natürlich auch den kompletten Stift einfach mit Washi-Tape bekleben, aber wir wollen ja, dass es ein Diamond-Painting-Pinsel ist und deshalb bekleben wir den jetzt noch mit Steinen. Dafür pinsel ich einfach ein bisschen Bastelkleber auf das Holz, was ich jetzt abgeschmiegelt habe, und klebe die Steine dort vorsichtig auf. Wenn der Stift dann fertig ist und ein bisschen getrocknet ist, versiegel ich den auf jeden Fall noch. Entweder geht das natürlich mit dem Latexbindemittel von Baufan oder ich mache das jetzt ja auch mit dem Bastelkleber, weil der wird ja auch transparent. Einfach mit dem Pinsel streiche ich den jetzt nochmal mit Kleber ein und dann ist das Ganze versiegelt. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Ich finde, man kann schon von weit weg sehen, dass das jetzt wie so eine Schicht einfach nochmal da drüber ist. Und jetzt muss das Ganze einfach nur noch trocknen. Und das siebte Gadget war ein zweites DIY, und zwar ein Coverminder. Der ist einfach dazu da, dass man die Folie, die man so auf dem Bild rumfliegen hat, zur Seite legen kann und sie dort hält. Also ein Coverminder besitzt zwei Magneten. Und das Ganze werden wir jetzt auch zusammen machen. Viel Spaß beim Nachmachen! Alles, was ihr für einen DIY-Coverminder braucht, sind einmal zwei Magnete. Ich habe sehr, sehr starke, die sind fast ein bisschen zu stark. Dann braucht ihr irgendwas, was ihr auf dem Coverminder drauf haben wollt. Also irgendwas, was ihr schön findet. Oder praktisch. Ich habe was sehr Praktisches. Und zwar ist das hier so ein Diamant-Diamond-Painting-Wachspöttchen. Ist ein cooler Coverminder, ist vor allem auch noch super praktisch, weil ich dann einfach da das Wachs rauspieken kann. Und doppelseitiges Klebeband oder irgendeinen anderen starken Kleber. Es geht wahrscheinlich auch mit Heißklebe, wobei ich da Angst habe, dass sich das ablöst. Und ich hoffe, das passiert bei doppelseitigem Klebeband eben nicht. Alles, was man für so einen Coverminder tun muss, ist einfach einen Magneten zu nehmen. Doppelseitiges Klebeband drauf zu kleben. Dann die Folie hier abzuziehen und euren Gegenstand nach Wahl einfach hier draufkleben, möglichst gerade. Ich habe jetzt hier schon den anderen Magneten hängen. Ich sage ja, die sind stark. Und so, ich versuche das möglichst mittig. Das sieht doch gut aus. So, das sieht doch richtig gut aus. Und das ist dann schon der fertige Coverminder, den wir jetzt sofort austesten. Die ganze überschüssige Folie schneide ich ja im Normalfall ab, aber ich habe sie extra dran gelassen, um zu testen, ob der Coverminder funktioniert. Das eine Stück legt ihr euch einfach unter euer Bild. Und mit dem Coverminder könnt ihr jetzt quasi das Gegenstück suchen. Und wie ihr seht, es hält bombenfest. Nehmt euch am besten nicht so einen starken Magneten, weil das ist dann schon echt lästig, die abzubekommen. Aber er tut, was er soll. Also die Folie hängt bombenfest. Ich kann sie quasi noch mehr hier zur Seite machen. Und das ist die Aufgabe, die ein Coverminder erfüllen soll. Bei der Folie vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Sinnvoller ist es entweder bei Backpapier, wenn man es dann nicht einritzt, oder bei diesen weißen Folien, die da immer drauf sind. Die sind ja ein bisschen störrischer, aber es funktioniert auf jeden Fall.
Das achte Super-Gadget braucht ihr, wenn ihr das Bild am Ende versiegeln wollt. Und zwar ist das ein Nudelholz. Das Nudelholz dient dann dazu da, um über das Bild zu rollen. So können sich nämlich alle Steine, die sich so ein bisschen hochgestachelt haben, nämlich dann perfekt gerade hinsetzen. Und dann hat man ein schönes, gerades Ergebnis und nichts mehr kann rausploppen. Deswegen auf jeden Fall Bilder vor dem Versiegeln immer einmal mit dem Nudelholz oder irgendwas Ähnlichem abrollen. Empfiehlt sich auf jeden Fall bei eckigen Steinen, bei runden ist es nicht so wirklich nötig. Unser neuntes Gadget ist das Latex-Bindemittel. Es ist eine Versiegelung für das Diamond Painting. Es ist nicht explizit für Diamond Painting, es ist ein bisschen zweckentfremdet, aber es ist super gut, nämlich es wird transparent. Das Bild ist komplett versiegelt, es wird auch ein bisschen härter, es ist nicht mehr ganz so wabbelig. Und es ist am Ende vor allem vor Staub geschützt und davor, dass die Steine herausfallen können. Also ich benutze es richtig gerne und versiegle auch alle meine Bilder damit. Dazu habe ich natürlich auch schon Videos gemacht. Und mein zehntes Gadget und ein Muss für alle Diamond Painting Suchtis ist auf jeden Fall eine große Aufbewahrungsbox für die ganzen Diamond Painting Gadgets. Hier bewahre ich nämlich alles Wichtige auf. Hier sind ganz viele Aufbewahrungsdosen, hier sind meine Boxen. Hier ist noch ein Glas mit den ganzen gemischten Steinen, die ich hatte. Ganz viele Schiffchen sind da drin und die ganzen Stifte und Wachs und die Aufsätze. Also ich habe alles Mögliche hier drin gelagert. Denn irgendwo muss man den ganzen Kram ja auch lagern. Das war's mit meinen 10 nützlichen Diamond Painting Gadgets. Wenn ihr noch mehr habt, schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare, dann können die anderen die auch benutzen. Wenn ihr noch mehr Tipps habt, kann ich auf jeden Fall auch nochmal ein weiteres Video dazu machen. Ich hoffe, euch haben die beiden DIYs gefallen und ihr könnt sie zu Hause selber nachmachen. Wenn das Video euch soweit gefallen hat, dann würde ich sagen, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Hier kommen nämlich immer richtig coole Diamond Painting Videos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder.